Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu Estronium. Also es gab ein paar Updates und ich habe dann auch den Speicherstand und so weiter wieder mal löschen müssen, weil da irgendwas nicht klappte, es stürzte auch ab und so weiter. Ist halt eine Pre-Alpha, macht nichts. Und ich probiere es nochmal oder neu. Mal sehen, wie weit wir so kommen. Ist die Frage, ob ich gleich den ersten nehme oder einen anderen. Boah, ich weiß es nicht. Ich nehme am besten wieder den ersten. Genau. Und dann schauen wir mal, wie es so weitergeht. Wie weit wir kommen. So. Ja, es gab ein paar Treiberänderungen oder ein paar Treiber-Updates oder so. Weil bei meinen, also nachdem ich mal kurz reingeschaut habe, was ich hochgeladen habe, dann hatte ich nochmal an der Stelle weitergemacht. Und das war dann aber, ist mir dann das ganze System eingefroren. Also richtig fett eingefroren, sodass ich dann auch Windows abschießen musste. Und da dachte ich, nee, mache ich jetzt immer noch nicht. Und dann gab es irgendwie nochmal ein kleines Update. Und ich hoffe, jetzt geht's. Ansonsten, ja, müssen wir halt immer so uns langsam vorarbeiten. So, also wir brauchen erstmal Rohstoffe auf jeden Fall. Wir brauchen für die erste Erweiterung, ich schaue nochmal nach, erste Erweiterung, erstmal wegstecken wieder. Harz, genau. Wir brauchen Harz und was auch wichtig ist, für unsere Fortbewegung, diese Verbindung. Da braucht man Gemisch. Also Harz und Gemisch, das sind so die Dinge, die wir am Anfang auf jeden Fall am meisten brauchen. Jetzt ist die Frage, ich glaube, das war Sauerstoff. Das war Sauerstoff. Das ist an sich vielleicht auch gar nicht so schlecht am Anfang, wenn ich noch nicht so viel Verbinder habe. Genau, das war Sauerstoff. War richtig, sehr schön. Dann nehmen wir erstmal zwei Stück. So, was ist jetzt? Achso, gut. Okay, kriegen wir noch was raus, dass wir sozusagen eins das dritte voll kriegen. Nee, klappt nicht mehr, ist alle. Achso, und Energie war weg. Also Energie, Sauerstoff, das sind die Punkte, die wir brauchen. Und an Rohstoffen brauchen wir dann erstmal Harz und Gemisch. Da machen wir uns auf den Weg. Mal sehen. So, Harz und Gemisch. Ich glaube, am Anfang ragen die auch noch so ein bisschen aus dem Boden raus. Hier ist Gemisch. Genau, sehr gut. Das nehmen wir erstmal alles mit, was wir kriegen können hier. Weil das ist auch, das ist auch sowas, was permanent verbraucht wird dann. So, jetzt ist der Sprit alle. Da flitzen wir zurück. Da ist es. Da hoppeln wir zurück. So, jetzt können wir nämlich das erste, denke ich mal, schon bauen. Nämlich die wichtigen Verbindungen. Die Frage, wie viel bauen wir jetzt? Am besten gleich mal zwei. Genau, eins und zwei. Haben wir zwei Packungen, die werden wir auf jeden Fall verbrauchen. So. Mit T werden wir sie platzieren. Also gucken wir mal, wie weit so das Maximum ist. Am besten ist es auch, wir machen das so ein bisschen sternförmig. Setzen wir die hin. So, hier. Und wenn wir dann abreißen, T und hier, und dann bilden wir hier so ein schönes Netz, an dem wir uns dann im Prinzip immer lang hangeln können. So, okay, da kommen wir nämlich ganz genau bis hierher. Und ich denke mal, die erste Aufgabe ist so, dass wir uns mit Energie versorgen. Und dass wir ein bisschen autonomer, ein bisschen
bisschen unseren Radius erweitern können. So, jetzt ist natürlich nochmal die Frage, weil wir hatten die Möglichkeit, hier irgendwelche Solarpanel zu bauen. Was brauchen die denn? Solarpanel braucht auch Gemisch. Okay, das heißt, wir werden hier erstmal etwas nur von diesem Kram einsammeln hier. Weil wir sind jetzt angedockt. Und das Gute ist dann eben, keine Energie. Das Gute ist dann, wenn wir dann hier, genau, jetzt können wir es bauen. Energie, also diese Solarpanel haben. Da bauen wir gleich noch eins. Das stecken wir uns hier erstmal dran. Und da stecken wir uns hier auch erstmal dran. So. Dann werden wir nämlich sogar mit Energie versorgt. Das muss ich eigentlich gleich mal probieren, ob das geht. Weil, ich meine, gut, das ist Solarpanel. Wir brauchen sozusagen Sonne. Aber ich probiere das gleich mal. So, ein bisschen Licht. Das docken wir hier dran. Und das docken wir hier dran. Genau. So, es ist natürlich gerade dunkel, aber das macht nichts. Na, so. Okay, jetzt sammeln wir noch ein bisschen weiter hier von dem Zeug. Ja, ich bin ja mal gespannt, wie es hier Astroneer sich so entwickelt. Also, na gut, ist gerade keine Energie hier, wird gar nicht getankt, aber wenn es dann hell wird. Also wie Astroneer sich entwickelt. Also es ist ja jetzt, das ist ja jetzt so, also das mit diesen Wegmachen und wieder nachbauen und überhaupt, finde ich eigentlich eine coole Sache. Und auch so vom Design her finde ich das eigentlich richtig knufflig. Aber was ich halt bei diesen Spielen, so das war jetzt alle, okay, wo ich mir dann die Frage stelle, auch für, ach, da hinten können wir mal hingehen, was jetzt so die Langzeitmotivation betrifft, ja, da ist natürlich die Sache, wie weit das dann vorhanden ist, wenn man jetzt nichts irgendwie bauen kann. Also man kann ja bauen, das, also so meine ich das nicht. Man kann da irgendwelche Sachen bauen, aber was ich jetzt immer so sehe, auch bei anderen Spielen, es können dann im Prinzip alle nur das Gleiche bauen. Also man kann jetzt nie irgendwie, also bisher ist es nicht so, glaube ich, dass man da jetzt hier irgendwie Gebäude nach seiner Idee oder Fahrzeuge oder Raumschiffe nach seiner Idee oder nach seinem Geschmack bauen kann, sondern das Raumschiff und die Fahrzeuge und so, das haben alle gleich. Und da ist eben die Sache, weil dieses, wo man sagt, ey, das habe ich gebaut, das ist nur meine, das gibt es nur bei mir und ich würde es dann auch teilen vielleicht mit anderen über irgendein Blueprint oder so, das gibt es ja jetzt hier nicht. So, und da ist halt die Frage oder mein Gedanke, ob das dann so die große, fette Langzeitmotivation hat. Ich meine, wenn es jetzt Alva ist, dann kann ja alles noch reinkommen. Aber ja, es gibt ja genügend andere Spiele, die da dann vorher schon Geist aufgegeben haben irgendwie. Naja, ich meine, jetzt ist es gerade so, jetzt spielen das alle quasi, also sich alle gleich drauf gestürzt und da schaue ich mir das mal mit an. So. Harz. Ich meine, ich kann jetzt noch ein bisschen, ich werde Folgendes machen. Ich werde jetzt mir hier am besten mal, wo mache ich das hier? So, jetzt haben wir wieder Dings. Ich mache mal hier so eine kleine Kuhle. Weil ich will nämlich das Gemisch hier, ich weiß nicht, ob es hier so irgendwelche Lagerboxen gibt oder so, gibt es wahrscheinlich nicht. Und da lege ich das hier mal rein, nicht, dass das hier irgendwie vom Wind verweht wird. Genau. So. Damit haben wir das frei und wir kriegen dann wieder andere Sachen rein. So, jetzt ist natürlich die Frage, was hatte ich gesagt? Wir brauchen Harz. Harz. Das war jetzt Gemisch, da haben wir jetzt ein bisschen was und Harz. Vielleicht gehe ich mal. Ah, jetzt kommt die Sonne. So, jetzt gucken die natürlich voll in die verkehrte Richtung. Kriegen die trotzdem irgendwie Saft? Nee, ne? Kann man das drehen oder so? Schade. Kann man auf die andere Seite die stecken? Auch nicht. Och, schade.
Vielleicht. Nee, da habe ich jetzt irgendwie Pech. Okay, ich mache mal in die andere Richtung hier. In die Richtung gehe ich jetzt mal. Das heißt, wir machen wieder T. Und hier hin. Genau. Und schauen wir nach. Ich meine, das mit diesem System, das finde ich so ein bisschen, naja, ja, so ein bisschen, das ist so wie so eine künstliche Beschränkung, finde ich das. Nie unbedingt so dolle. Ich meine, so, ach, schon wieder Gemisch. Oh, na toll. Da hinten ist irgendwas. Sehe mit diesen, so, das Gemisch, das lassen wir jetzt mal hier. Derweil gehen wir mal hier weiter. Und weiter. Ja, weil die große Zeit ist dann, die verbringt man hier mit diesen Sachen aufstellen. Ach da ist es, da ist es, da ist es, würde ich sagen. Und ja, da steht dann der ganze Planet voll mit diesen Verbindern. Geländewerkzeug geht gleich los. Warte, ich mache noch einen Verbinder hier hin. Am besten so ein bisschen hier hin. So, genau. Jetzt kann man hier ein bisschen Harz sammeln. Sehr gut. So. Ach so, das war's schon. Ja, ich dachte eigentlich, tut das hier irgendwie ein bisschen Energie, hä? Ne? Keine Energie? Na gut. Wie ist das eigentlich, wenn ich ein Solarpanel mir hin drauf schnalle? Das könnte ich mal probieren. Das könnte ich mal probieren. Das könnte ich mal probieren. Achso, hier, ich brauche ein bisschen abbauen, okay. So, da schauen wir mal. Ich mache jetzt ein Solarpanel. Und das mache ich hier runter und das Solarpanel, das docke ich hier oben an. So. Nee, passiert nichts, oder? Wir werden mal sehen, ob ich ein bisschen von dem Harz, wenn ich hier. Hopf. Ob ich hier. Dann, wenn die Energie runter ist, ob das dann schneller wieder auflädt, aber oder ob das nur. Ich glaube nicht, oder? Oder doch? Doch, wenn ich mich so ein bisschen in die Sonne drehe? könnte sein. Könnte sein. Ja, na, hier unten geht es noch ganz schön weiter. Könnte sein, dass das. Ja, jetzt, hier, jetzt. Wenn ich jetzt verbrauche, dann ist auf diesem Kabel ist das blau und gelb. Und jetzt ist wahrscheinlich, gibt es die Energie von den Solarzellen, die ich dort dran gepappt habe, an das Haupt. Mein Hauptdings da. So, jetzt war es jetzt, oder? Ausgebeutet alles, alles klar. Was ist das? Das ist. Hydrazin. Dann nehmen wir das auch mal mit, ne? Hydrazin. Ist natürlich die Frage, ob ich jetzt hier. Ah ja, eins habe ich voll. Da kann man natürlich richtig arbeiten. Aha, jetzt bin ich natürlich voll. Gut. Da flitze ich halt zurück und werde jetzt mal als nächstes noch diesen Bau, also dieses Ding bauen, was da meine Basis erweitert. Also die Richtung, die ist eigentlich recht gut hier, würde ich sagen. So, da bin ich, genau. Mach mal wieder Q. Harz hat man gesagt, haben wir hier. Und, nee, hallo? Was habe ich jetzt gemacht? Das war jetzt, habe ich... Ach, hat das geklappt? Nee, das hat nicht geklappt, oder? So, jetzt ein Harz rein, so, und das andere Harz rein, so. Zack, flupp. Sehr gut, was ist die Frage? Was machen wir als nächstes? Wir haben Drucker, Forschung, Schmelzer, Fahrzeugbucht. Tja, wahrscheinlich alles irgendwie mal, würde ich sagen. So, wir haben jetzt hier noch einen Sauerstoff. Was haben wir da? Dann haben wir Hydrazin. Das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Wo hat man unsere Lagerhöhle? Die war hier, oder? Das war unsere Lagerhöhle. Genau.
Da haben wir nämlich mal das Hydrazin hier mit rein. So, und was brauchen wir dann noch nicht? Das Ding, das pflanzen wir mal woanders hin. Und zwar, das lege ich mal hier hin. Harz brauchen wir jetzt auch nicht. Das hauen wir erstmal hier hin. Gut, nämlich, ich würde das mal hier reinstecken. Ne? So, und jetzt müsste es doch dann aufladen, wenn es gebraucht wird. So, also, ich würde sagen, wir bauen hier an dieses Ding. Puh, Forschung Schmelzer. Was ist ein Schmelzer? Ich meine, da habe ich jetzt noch gar nichts. Machen wir Forschung. Und für Forschung brauchen wir... Ach, da braucht man Gemisch. Na, das kann man ja sofort bauen. Was ist das? Ach so, wenn ich direkt mit der Maus dann... Was ist das? Da zeigt er hin, der Typ. Ach, cool. Wie sieht denn das aus? Oh, du. Ja, ja. Und hier? Was ist da? Ja, ja, ja. Und was ist da? Oh, da. Und da? Und da? Ich finde es schon knufflig. Es hat irgendwie so ein, ich sag mal, so einen knuffligen Charme. So ein Spiel P6, ja? Sowas ist das, so wie. Ich weiß es auch nicht. Aber es ist nicht schlecht. Also Survival für Kinder oder so. Na, aber es fetzt. So, was hatte ich gesagt? Wir brauchen gemischt. Gemisch, Dogma an. Und noch ein zweites Dogma an. So. Genau, da machen wir das gleich mal. Da machen wir das heute noch hier. Und dann geht's weiter. So, also. Forschung. Gemisch rein. Und Gemisch rein. Und, ach so, aktivieren. Gut. Okay. Keine Energie, ja. Solarmodul ist halt eben noch nicht da. Also, das ist natürlich blöd, wenn die Sonne auch gerade dort aufgeht und hier dann bloß noch am Schluss ist. Vielleicht baue ich ja noch ein zweites hin. Hm? Solarmodul. Ich meine, Gemisch ist ja eigentlich genügend da noch im Moment. Genau. So. Ach, das hängt da an der Seite. Okay. Dann stellen wir das mal hier ab. Machen das weg und setzen das hier da rein. So. Weil hier ist ja dann die Energie und im Moment ist noch nichts. Forschung. Können wir das nochmal sehen? Was ist das? Was ist das? Was haben wir denn hier? Geht nicht. Geht nicht. So. Das ist Forschung. Ja, das ist Forschung. Ah, ist das schön. So, na dann gehen wir halt mal. Ach nee, da hinten waren wir. Und ich wollte ja hier zu diesem Raumschiff wollte ich mal schauen gehen. Das heißt, wir gehen hier hin, genau. Und dann flitzen wir mal zu dem Raumschiff. So, das haben wir ausgebeutet. Ne, hier unten ist noch ein bisschen was Gemisch. Dann nehmen wir noch ein bisschen Gemisch. Bis das alle ist hier. Wie sieht es eigentlich aus? Ja, so ist vielleicht besser. Mit der Kamera. Ansonsten ist eigentlich... Ja, nö, das war's. Ja. Hier noch ein bisschen was. Okay. Ja, die Energie. Da muss ich mir noch was ausdenken mit der Energie. Da gibt es wahrscheinlich dann noch andere Sachen. Nie bloß Solar, auch irgendwie Generatoren. Die brauchen dann aber wahrscheinlich wieder Treibstoff und so weiter. Oh. Kommt der zu mir? Der kommt, glaube ich, zu mir. Ich gehe mal lieber hier runter und setze hier so ein Ding hin. Das ist mir jetzt hier irgendwie nichts, oder? Habe ich das richtig gemacht? Oh, oh. Ich gehe mal lieber hier rein. Ah, ich glaube, da hat man Glück gehabt. Aber so ist sicher. Also ich hoffe, es ist natürlich meine Basis noch da. Ich meine, das letzte Mal,
da war der Sturm zwar auch gekommen, aber da stand die Basis noch da. Na gut, liebe Leute, dann mache ich mal Schluss hier. Wir lassen den Sturm vorbei und sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin, ciao.